Ihr Lieben, heute möchte ich eine Erfolgsstory mit euch teilen, obwohl die Ärztin gesagt hat, das schaffen wir nur mit Laser. Aber ich habe es geschafft. Und was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe, das erzähle ich euch jetzt. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Begriff Spider Navy kennen. Also für mich war das so, Spider Navy, was ist das? Ich meine, es war schon der Name, dementsprechend, dass ich ein bisschen so Schnappatmung bekam. Aber es war auch der Blick in den Spiegel, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich hatte unter meinem Auge auf einmal zwei so stecknadelgroße rote Pünktchen. Das war noch halbwegs okay, aber um diese Pünktchen hatte ich so richtig so wie wirklich wie Spinnenwebe. So rote, so Auswüchse. Und nachdem ihr mich jetzt schon kennt und wisst, ich achte irrsinnig auf meine Haut und schaue, was kann da sein, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist das? Und deswegen bin ich zur Hautärztin gegangen. Und ich habe gefragt, was ist das? Und sie hat mich angeschaut und gesagt, Spider Navy. Und ich so, okay, was ist Spider Navy? Und sie hat gesagt, na ja, das ist quasi eine arterielle Sache, also die Gefäßerweiterung, und ja, das kann man eigentlich nur mit Laser entfernen. Und ich habe sie gefragt, okay, aber woher kommt das, oder was hat so quasi so ein Spider-Navy, ja, auf meinem Gesicht zu tun? Ist das so eine Spinne oder woher kommt das? Und sie hat gesagt, nein, also wie gesagt, das ist eine arterielle Gefäßerweiterung und das kann passieren. Das muss jetzt nicht nur am Gesicht sein, das kann auch am Bauch oder überall kommen. Und man kann das mit Laser entfernen. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich würde es mal gerne vorher auch irgendwie anders versuchen. Und das habe ich getan, mit Erfolg. Und wie das geht, das erzähle ich euch jetzt. So ihr Lieben, also da hatte ich meinen Spider Navy und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich habe geschaut, woher kommt dieses Ding da, ja, unter meinem Auge. Vor allem, es hat mich extrem gestört, weil ihr kennt es sicher, wenn man irgendwas an dem Gesicht hat, dann schaut man genau dorthin, die ganze Zeit schaust du dorthin, aber es ging nicht nur um Ästhetik. Ich wollte es wissen, warum habe ich das? Woher kommt sowas? So, und wie wir das viele kennen, dann recherchiert man und dann kriegst du mal die Horrornachrichten. Ja, Leber, Zirrhose und Hepatitis und ich habe keine Ahnung, was auch immer. Also erstmal bin ich in eine absolute Panik verfallen. Dann habe ich mich zurückgenommen und habe gesagt, okay, also was könnten wir tun? Denken wir logisch, ja? Also fast alles, also vieles natürlich, was auf unserer Haut sichtbar wird, kommt von unseren Organen, von innen. Vor allem Verdauung und Leber. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt Leber, dann mache ich mal eine Leberreinigung. Viele von euch wissen, dass ich auch Praktikerin der Ayurveda bin. Natürlich kann man das auch mit unseren heimischen Kräutern machen, aber ich hatte verschiedene ayurvedische Leber quasi Kräuter hier zu Hause. Also zum Beispiel Amalaki habe ich genommen oder Haritaki habe ich genommen. Und verschiedene Kräuter zusammengemischt zu einem Tee, was ganz, ganz wichtig ist. Ja? Aber das ist jetzt nur meine persönliche Empfehlung. Also bitte schaut's nach, recherchiert. Es gibt hunderttausende leberreinigende Tees. Ja? Was wichtig ist, sind die Bitterstoffe. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Unsere Leber lebt bitter und wir haben eigentlich schon fast nichts Bitteres, vielleicht manchmal im Leben, aber in unserer Ernährung. Also es ist ganz, ganz wichtig. Ja? Habe ich diesen Tee für mich zusammengemischt und getrunken. Dazu muss ich sagen, ich habe kein Fleisch gegessen, ich habe nur ein bisschen Fisch gegessen. Ich habe auch fast keinen Zucker gegessen, ab und zu ein bisschen Rotwein, aber es war wirklich eine absolute Leberreinigung. 3 Monate lang habe ich das gemacht. Dann habe ich noch etwas gemacht, was mir meine Oma beigebracht hat, beziehungsweise auch unter Kneippkur bekannt ist. Jeden Tag in der Früh, und das mache ich auch weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, und am Abend, aber umgekehrt, habe ich mir meinem Gesicht eine Kneippkur gegeben. Das heißt, in der Früh, nach dem Aufstehen, 20 Mal warmes Wasser und nachher 20 Mal eiskaltes Wasser. Natürlich, wenn man verkühlt ist, irgendwelche Nebenhöhlenentzündungen oder Probleme hat, bitte nicht machen, ja? Nur wenn man gesund ist. Und umgekehrt am Abend, das heißt am Abend
habe ich dann begonnen mit kaltem Wasser, 20 Mal und dann 20 Mal mit warmem Wasser. So, jetzt könnten wir uns fragen, warum ist das so gut? Ich bin dann drauf gekommen, es geht ja um eine Gefäßerweiterung. Das heißt, ich muss meine Gefäße ja straffen, genauso im Gesicht logischerweise. Und durch diese Kneippkur habe ich sozusagen meiner Haut kalt und warm gegeben. Also zusammenziehen, erweitern, zusammenziehen, erweitern. So, und ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Es sind jetzt, glaube ich, knapp 4 Monate vergangen. Brav Lebertee getrunken. Da habe ich auch etwas noch gemacht, nach 3 Wochen eine Woche Pause. Ja, aber das heißt nicht, dass ich dann alles schnell gegessen habe und getrunken habe, aber den Tee habe ich kurz abgesetzt und dann weitergeführt. Aber bitte schaut's danach, da gibt's irrsinnig vieles. Was ganz wichtig war auch, war diese Kneippkur. Also, von innen und von außen. Und jetzt schaut's mich an. Die sind weg! Meine Spiders sind weg! Ich bin überglücklich. So, ihr Lieben. Was ich euch damit sagen möchte, es ist, hey, wir sind unsere Haut, ja? Also das heißt, unsere Haut spiegelt so vieles, ja? Wenn irgendwas drinnen quasi in uns nicht stimmt, zeigt uns die Haut. Und deswegen war es für mich auch wichtig zu verstehen, nicht einfach herzukommen und sagen, bam, das kriegen wir mit Laser weg oder ich weiß nicht was weg, bam, 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 ja? Hey, aber was ist die Ursache und schaffe ich das? Ja! Ich hab's geschafft, ja. Und ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht dastehen würde, irrsinnig glücklich in der Früh in den Spiegel und hi, mein Spider ist weg. Obwohl manchmal ist halt beim Spiegel einer, aber der ist extern und nicht auf meinem Gesicht. Also ihr Lieben, bitte, bitte schaut auf eure Haut, überlegt es, was habe ich, wieso ist das da, ja. Und es ist ganz wichtig, wir sind unsere Haut und wir schaffen so vieles selbst, ihr Lieben. In dem Fall war es ganz wichtig, innen und außen. Und wie gesagt, die Kneippkur mache ich weiter. So, also das war's heute mit einer absoluten Erfolgsgeschichte, weil ich bin total high, dass ich das geschafft habe. Und das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Und ich freue mich riesig über euch nächstes Mal auf meinem YouTube-Channel oder auf Instagram bei Davidson oder auf Facebook bei Davidson oder einem meiner Kurse. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.